Oh, wo ist er? Da ist er. Ach du Kacke, das ist so ein großer Weißer. Ach du große Kacke. Leute, Leute, damit ganz herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Tja, hier seht ihr ja schon unser beschauliches Lager, zumindest den Anfang davon. Ja gut, ich sehe gerade, mein Campfeuer ist ein bisschen schief. Das soll uns aber nicht weiter stören. Ist sie schon fertig? Die ist fertig. So, gleich mal wieder das nächste reinwerfen. Ja, wir müssen noch ein paar Ressourcen sammeln, unter anderem vor allem Schnüre und sonstiges, aber auch Holz fehlt uns. Wir müssen ja auch langsam mal eine Lagerstätte für uns auf die Beine stellen. Deswegen fangen wir diese Folge gleich wieder mit fröhlichen Holzhacken an. Ich kann es genauso wenig erwarten wie ihr. Wie viele Holzstücke bekommen wir wohl raus? Was bauen wir aus diesem Holz? Die Spannung steigt ins Unermessliche. Okay. Aber ich sagen muss, ich habe schon Glück, denn ich habe ja eine von diesen Hightech-Äxten gefunden. Was heißt Hightech? Eine von diesen Zivilisations-Äxten. Ist es natürlich wesentlich praktischer als, praktischer als unsere Neandertaler Steinäxte. Ist klar. Ja. Gut, ja. Essen ist fertig. Ich denke zumindest, dass dieses Klirren immer es anzeigt. Guck mal gleich mal nach, ob das stimmt. Bitte. Ja. Also essensmäßig geht es uns gerade ganz gut. Vor allem Krabben sind ja relativ viele da. Auch wir sind umgeben von Fischen und ich habe noch keinen einzigen Hai gesehen. Insgesamt kann ich mich erstmal nicht beschweren. Das Ding ist, die Insel ist winzig. Die Insel ist wirklich klein. Und wir finden auch hier keine großartigen Yucca-Palmen. Das ist natürlich ein bisschen... Und zwar bösartig. Es gibt hier schon eine, aber es ist halt eben, wie gesagt, auch nur eine. Und so zwei, drei wären auf so einer Insel eigentlich schon optimal. Fünf wären natürlich besser. Habe ich bis jetzt aber noch nie eine Insel mit gesehen. Das Schöne ist natürlich auch, entgegen zur vorgehenden Folge, ja, mit zwei Feuerzeuge. Beim letzten Mal habe ich ja das Feuerzeug ja liegen gelassen, von wegen, ich brauche ja viel Platz, wenn ich halt eben irgendwo hinfahre, weil ich ja so viel cooles Zeug finden könnte. Ende vom Lied war dann natürlich, ich habe mein Feuerzeug verloren, also besser gesagt, die Insel habe ich verloren und damit auch das Feuerzeug. Hing mitten in der Kälte mit Vergiftungserscheinungen, konnte kein Feuer machen, war vollkommen aufgeschmissen. Das hat dann auch praktisch das Ende für mich bedeutet. Hab schon gehört, Essen ist fertig. Kann man gleich das nächste reinhängen, weil ich glaube, das Gekochte hält sich auch ein bisschen. So. Gekochtes Essen legen wir hier drüben hin. Und gekochtes Essen liegt hier. Ja, wie ihr seht, wir fangen an, ein Schema zu entwickeln. Hier legen wir mal alles an Ressourcen ab. Kuh ist ablegen, genau. Jetzt fällen wir ja einen unserer wunderschönen eigentlich Bäume hier. Ich finde es schon ein bisschen schade. Pflanzen funktionieren anscheinend auch noch nicht so richtig. Ich habe zumindest noch nicht rausgefunden, wie man eine Kokosnuss pflanzen sollte. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bäume überhaupt wachsen. Die haben zwar unterschiedliche Größen, aber ob diese Größen sich verändern, ich habe zwar schon mal den Eindruck gehabt, das kann aber auch nur ja, eine kleine Erinnerungssinnestäuschung, bla 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 gewesen sein. Also ich glaube, sie wachsen nicht. Also jetzt noch nicht zumindest. Wie das natürlich später im Spiel aussieht, das sei erstmal dahingestellt. Das findet man dann auch noch raus. Ja, fleißig Holz sammeln. Wir brauchen das Holz ja nicht nur zum Bauen, sondern wir müssen auch irgendwie unser, habt ihr's gehört, Essen ist fertig. Irgendwie unser Lagerfeuer am Laufen halten. Vor allem nachts über. Wobei bis jetzt sieht es ja noch ordentlich aus. Aber auf der Insel gegenüber, ich möchte nämlich dann gleich, wenn die Sonne aufgeht, eigentlich mal zu dieser Insel dort hinten hinfahren. Muss nur aufpassen, dass ich unterwegs mich nicht wieder irgendwie ablenken lasse. Wenn die zwar übrigens eine schönere Rauchfahne machen würde, sodass ich wirklich sehen könnte, wo ich dahin mache, wäre es natürlich schon wesentlich schöner. Aber wie ihr seht, regeneriert sich langsam mein Dings. Meine Energie. Ah ja, gut.
Kleiner Fehler im Spiel, ihr habt es bestimmt gerade gesehen. Was gerade passiert ist. Na? Oh, was habe ich denn überall für Kratzer? Na egal. Auch Bandagen und Antibiotika, dann geht das schon. Wo war ich gerade? Ach ja, genau. Und zwar. Dieser kleine Fehler im Spiel. Das Feuer verringert sich nicht wirklich. Es brennt die ganze Zeit mit gleichbleibender Stärke. Das irritiert mich immer wahnsinnig. Weil ich ja auch gerne Don't Starve spiele. Und da ist es natürlich, ja, relativ festgelegt. Da ist die kleine Yucca-Palme. Und wir gehen ab zur nächsten Insel. Und hier ist es einfach wirklich eine Größe. Und wenn diese Größe vorbei ist, dann ist auch vorbei. Ah, da ist ein Hai, guck mal. Oder? Ist das ein Hai? Steht so still im Wasser. Nee, ist kein Hai. Ist ein Frack. Gut, Frack ist mir lieber als Hai, ganz ehrlich. Da zu der Insel wollen wir hin. Und ja, wäre halt eben schön, wenn das Feuer irgendwann mal zeitlich halt eben wirklich gezielt abbrennt, sodass man dann ungefähr einschätzen kann, wie viel Energie man also noch hat. Also wann man nachlegen müsste oder ob das jetzt so passt. Worte. Da sehe ich wieder einen Hai. Das dürfte einer von diesen Schwarzspitzenriffhaien sein. Ein kleinerer. Mit dem können wir da auch mal versuchen, uns anzulegen. Nee, es ist kein Hai. Was ist denn das? Das ist noch ein Frack. Ja, dann gucken wir doch mal runter. Wow, hi, 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 hi. Ich hör's doch. Ich hör's doch ganz genau. Und dann noch so ein fettes Vieh. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Abhauen. Abhauen. Wuff. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du Sackfresse. Wir müssen auch wirklich aufpassen, dass wir es nicht mehr versaubeuteln, zu genau der Insel zurückzufahren, wo wir auch herkommen. Aber wir sind ja eh gleich da, die ist relativ in der Nähe. Das finde ich gut, wenn die Inseln nicht so weit auseinander sind. Das erleichtert mir mein Rohstoffleben doch sehr. Ich wollte es aber auch nicht den ganzen Scheiß halt eben von einer Insel zur anderen transportieren. Was ich eigentlich möchte, diese Motorenteile mal zusammenbauen. Ich weiß, dass es einen Motor gibt in dem Spiel. Ich weiß noch nicht, was ich alles dafür brauche. Gehen wir mal durch. Was braucht so ein Motor, so ein Bootmotor? Propeller. Propeller, Propeller. Das Wort klingt irgendwie gerade komisch in meinem Mund. Propeller. Motor. Sprit? Irgendwas, was die Energie auf den Propeller überträgt, und das war's doch dann eigentlich. Na gut, und noch irgendwas, was den Sprit in den Motor reinbringt. Was könnte es noch sein? Ja, irgendeine Halterung für den Motor. Sonst reißt es den doch auseinander. Also, dann reißt es den vom Boot runter. Irgendwie sowas. Aber wir werden sehen. So, eigentlich ganz nette, hübsche Insel. Kein Hai. Oh doch, da ist ein Hai, aber nicht so nah, dass es mir jetzt so sauer aufstößt. Das heißt, wir können uns erstmal ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir irgendwo hier direkt am Strand einen Frack. Nö. Nö, nö, nö. Ziemlich kleine, felsige Insel. Scheint nicht viel da zu sein. Ja. Das ist natürlich schade, aber wir könnten... Ja, hier haben wir schon mal eine Yucca-Palme. Das ist schon mal gut. Ah, da vorne ist ein Frack. Das ist die Frage, schaffen wir das bis dahin zu schwimmen, ohne dass wir angegriffen werden? Ich sehe keinen Hai, ich sehe keinen Hai. Na dann. Los geht's. Außen haben wir notfalls unseren Speer mit. Ja, an der Seite wird schon mal nichts. So, jetzt aber. Okay. Sind wir an Bord und gucken uns mal um. Ja. Was? Ah, Morphin, okay. Ah, sehr schön. Ob man irgendwie noch unter Deck was findet?
Mich irritiert immer diese Klaviermusik dann, dieses Bing. Schildkröte, guck mal einer an. Ah, und ein Hardcase. Das können wir wahrscheinlich aber gar nicht mehr mitgenommen, was da drin ist. Taucherbrille. Sehr schön. Was wir damit anstellen, weiß ich aber noch nicht. Können wir kurz hier runter gucken, ist da was? Nee, da ist nichts drin. So, da war die Schildkröte. Wir rennen mal ganz schnell zurück zur Insel und dann versuchen wir mal die Schildkröte zu erlegen. Komm, ich hab gesagt, schnell! Ach so, du hängst irgendwo fest. Ja, na gut. So, Speer und Schildkröte. So schnell war die ja nicht unterwegs. So, wo ist sie hin? Irgendwo hier war sie ja. Hier lang ist sie, glaube ich, schon. Da ist sie. Da ist sie. Komm. Jetzt stirb schon. Jawohl. Okay. Das war jetzt aber eine geile Animation, einfach runtergefallen. So wie es aussieht, können wir daraus noch nicht viel machen. Nee, das. Na, das wird bestimmt später erst im Spiel so. So, kleine Sardine. Können wir auch gleich mal essen. Da können wir eigentlich auch schon einsammeln. Wir müssen gleich mal auf dem Rückweg machen. Wobei wir haben noch ein bisschen Platz eigentlich. Da könnten wir auch, weil wir sowieso schon gleich hier sind, noch die Yucca-Palmen mit abernten und Steine sammeln. Vielleicht auch ein bisschen Holz. Mal sehen. Erstmal Yucca. Erstmal das Allerwichtigste in dem Fall sozusagen. So. Habe ich die kleine Scheiß-Schildkröte ganz umsonst umgebracht. Jetzt tut es mir irgendwie leid. Oh. So. Lashes. Platz haben wir noch? Ja, für Stein hätten wir noch Platz und für Holz. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Stein mit. Holz haben wir noch ein bisschen was. Das andere finde ich jetzt hier auch gar nicht großartig. So. Gut, damit haben wir es. Ach, verdammt, wir können da gar nicht alles mitnehmen. Ein Platz ist ja fürs Paddel. Dann lass mal die Steine hier. So. Aber wenigstens ein bisschen was haben wir noch schon gefunden. Das da hinten müsste die Insel sein, von der wir gekommen sind. Müsste. Paddel, komm. Genau. Vielleicht können wir dann später auf Flößen irgendwie anfangen, so Zeug zu transportieren. Ach, hier, da ist er wieder. Der Hai. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Nebel. Oh nein. Scheint auch nicht so wirklich voranzukommen. Macht nichts, wir machen einfach mal weiter. Das ist eine blöde Idee, das ist eigentlich eine scheißen blöde Idee, aber. Jetzt will ich auch nicht mehr umkehren. Jetzt sind wir einmal auf dem Weg. Na. Manchmal vergisst du einfach zu rudern. Du sollst rudern! Mann! Alter! Du kleine Drecksau, manchmal bist du echt. Nervtötend. Habe irgendwie das Gefühl, dass mein Boot die ganze Zeit von irgendwas angebumst wird. Okay.
Scheiße. Wir warten. Wir warten. Das hilft jetzt nichts. Weil die war vorhin noch nicht da. Da bin ich mir absolut sicher. Wie sieht's mit unseren... Ah, nicht schlecht. Sieht ziemlich gut aus. Trotzdem müssen wir jetzt erstmal warten, bis der Nebel verschwindet. Oh oh, wo ist er? Da ist er. Ach du Kacke, das ist so ein großer Weißer. Ach du große Kacke. Hau ab. Hau bloß ab. Ach du Scheiße. Spinde. Das muss ja unbedingt der Giganto sein von denen. Okay. Noch umkreist er mich, noch macht er keine Anstalten anzugreifen. Ah, da ist eine Insel, das ist wahrscheinlich die, von der wir gekommen sind. Oder mich? Sie ist nur ganz, ganz leicht im Nebel drin. Los zu. Oh, mach doch wenigstens irgendwas. Ja, genau, geh weg oder greif an, aber mach was. Wenigstens ist es der Einzige. Greife ich ihn an? Greife ich ihn nicht an? Solange er hier in der Nähe ist, weiß ich nicht. Er macht ja aber auch gerade nichts. Ich will jetzt aber auch nicht reinspringen. Das ist so ein Zerfetzerei und das geht nicht gut für mich aus. Oh, Nebel, hör doch mal auf. Nebel, geh weg. Wieso treibt es mich denn jetzt von der Boje weg? Oder treibt die Boje? Treibe weg? Verdammt, ich treibe weg! Wo ist die Insel? Wo ist die Insel? Oh, hau ab, Kackvieh. Wo ist die Insel? Da ist die Insel. Ah, jawohl, 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 es klart auf. Da. Da muss ich hin, oder? Da bin ich gekommen. Ich hoffe zumindest, dass es so rum richtig ist. Die sieht auch ziemlich klein aus. Aber ich glaube, das ist die. Da sind nicht so viele Bäume drauf. Also zumindest fällbare Bäume, oder? Ja, doch, das... Nee, oder? Nee, ich glaube, das ist meine Insel. Wo ist er? Da ist er. Oh, da muss natürlich jetzt... Ja, doch, das ist die. Die ist ja in der Mitte von zwei anderen gewesen. Genau, genau. Das ist meine Insel. Da muss ich hin. Wo ist die Kackboje, die mich hier so irritiert hat? Die ist weg, hä? Ja, die ist weg. Die taucht anscheinend nur im Nebel auf. Oh Mann, was soll die anzeigen? Wo Norden ist oder was? Ich weiß es nicht. Da, ein kleiner Baum, eine große Palme. Ja, das ist meine Insel. Da will ich hin. Perfektion! So habe ich mir das Ganze doch vorgestellt. Und der Kumpel Heider war anscheinend satt. Ist doch alles soweit super gelaufen. Hätte aber auch ganz anders laufen können. Ja, das ist meine Insel auf jeden Fall, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, oder?
Das ist meine Insel, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das ist meine Insel. Ja, das ist meine. Klar, das ist mein Dreibein, das ist meine Insel. So. Paddel ab. Komm, eigentlich gleich mal ein bisschen Feuer machen. Aber wie sieht es denn bei uns aus mit Nahrung? Ja, können wir eigentlich mal wieder was vertragen. Wobei, wir haben noch ein bisschen Zeit. Och, wir haben auch noch sowieso eine Kartoffel auf Vorrat. Da könnten wir eigentlich auch im Wasser vielleicht mal so ein paar Fische jagen gehen oder sowas. So. Aber wir könnten... Ah, die Yucca-Palme ist nachgewachsen. Die können wir gleich mal abernten. Und erstmal auch die Rohstoffe überall hinlegen, wo sie hingehört. So, so. Drauf, drauf, drauf. Ihr gehört dich, denke ich mal, zum Werkzeug mit. Dich, du kommst bei den Rohstoffen mit rein. Die ernte ich schnell die Yucca-Palme ab. Das ist kleine, mickrige Exemplar davon. So. Ab ins Rohstofflager. Ah, es wird langsam dunkel. Können wir eigentlich anfangen mit Feuer, ja. So. Wie sieht es mit unserem Durst aus? Ja, hat noch genug Zeit. Legen wir erstmal den Fisch hin. So, und bumm. Krabben können wir uns auch noch ein paar holen, wenn gerade wieder ein paar schöne große da sind. Wie sieht's aus? Ja doch, da sind ein paar. Du hast ganz akzeptable Größe. Du hast eine ganz akzeptable Größe. Du da hinten, mit dir könnte ich auch noch was anfangen. Der Rest von euch, der darf noch ein bisschen wachsen. Ja, ich bin human, finde ich doch. Ja, doch, ja. Auf jeden Fall. Ah ja, Fisch ist fertig. Dann als nächstes eine Krabbe. Oh, da ist ein Hai. Da, da. Seht ihr? Ey, das Mistvieh. Mal ein Stück Holz können wir reinlegen. So. Könnte man eigentlich auch gleich mal weiter Holz hacken. Ich habe noch was angefangen. Genau. Ja, und während dieser formschönen Tätigkeit kann ich auch schon mal anfangen, mich zu verabschieden. Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Teil Stranded. Wir sehen uns dann wieder in Teil Nummer, lasst mir überlegen, war das jetzt schon die 10? Ich glaube, das war schon die 10. Also dann wieder in Teil 11. Leute, ich würde sagen, ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.